Hallöchen. 15. des Monats. Ne, heute ist der 16., glaube ich. Aber Loot-Chest-Zeit, wie immer. Bevor wir anfangen, möchte ich mich erst nochmal bedanken bei nun mittlerweile über 1000 Abonnenten. Ich wurde schon nach Specials gefragt. Ich werde auf jeden Fall eins machen, aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ich habe da schon was im Hinterkopf. Mal schauen. Ja, also kommt auf jeden Fall. Macht euch da keinen Kopf drum. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich an alle meine Abonnenten, natürlich auch an alle Leute, die bis dahin jetzt mitgewirkt haben, die komplette Erzähltalk-Truppe, meine Frau, die meisten Videos natürlich auch filmt. Ja, alle, also die, die es wissen, fühlen sich mit Sicherheit angesprochen. Und auf jeden Fall danke dafür. So, jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wie gesagt, Special-Video wird da auf jeden Fall noch kommen, Abonnenten-Special. Ja, lasst euch von die Werbung hier, das ist, geht nicht anders. Das ist gerade hier mein Arbeitsplatz. Hab gerade keinen anderen Platz gefunden, habe ich einfach eine Decke drüber geworfen. Und fertig ist. Wow, fällt gleich alles raus hier. Lootbook, Februar 2015. Rocket Beans wieder drauf. Wir versuchen ja mittlerweile alles, um irgendwie an Kohle zu kommen. Also habe ich ja das letzte Mal schon gesagt, ich mag eigentlich die ganzen Jungs von Giga früher und von Game One, aber mittlerweile machen sie sich irgendwie ein bisschen lächerlich, aber das ist ein anderes Thema. Okay. Ziemlich voll auf jeden Fall, das fällt als erstes schon mal auf. Transformers. Entschuldigung. Transformers-Figur 3D-Puzzle. Okay, Transformers finde ich schon mal cool. Gucken wir mal die ganze Scheiße abbekommen. Müll, Boden erstmal. Okay, hier haben wir, was haben wir hier? Müll. Müll. Wir haben hier so eine kleine Figur. Ich hoffe, ich mache das gerade richtig. Irgendwie muss die hier drauf. Ja, keine Ahnung. Ja, wer ist das? Megatron ist das. Okay, das ist also auf jeden Fall von den alten. Oh, wow. Kommt das rüber über die Kamera? So ein 3D-Wackelbildchen. Auf jeden Fall von den alten Kinderserien. Die kenne ich auch noch. Aber ich war dann eher so der Sable Rider-Typ und so. Kamera? Scharf? Hallo? Hier sind halt alle Figuren. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Coole Nummer. Schon mal ist jetzt zwar nicht so das Item, wo ich sage, wow, aber es ist auf jeden Fall Transformers und schon mal, okay, was haben wir hier? Spontan, praktisch, lecker. Party Starter, Hangover Stopper. Okay. Das ist irgendwie so ein Pulverzeugs. Also irgendwie kommt mit dem Licht meine Cam nicht ganz klar. Ah, jetzt. 250 Milliliter auflösen. Wow, was ist denn hier alles drin? Vitamin A, B, Koffein, Taurin. Oh mein Gott. Okay. Ist wahrscheinlich mehr so ein Party-Gag. Auf jeden Fall cool. Superman, was ist das? Das ist. Ach so, ein Auto-Dingskirchen. Erfrischer. Coole Nummer, mache ich jetzt aber natürlich nicht auf, weil sonst stinkt die ganze Bude hier danach. Steht hier irgendwas vom Geschmack? Nö. Also, nach was riecht Superman? Nach Schweiß? Kryptonit? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Ein Dogtag, also eine Hundemarke quasi. Von Ghost Recon oder Recon oder Recon oder wie man es aussprechen mag, habe ich damals die ersten Teile, Made in China, die ersten Teile gut gespielt. Auf jeden Fall ein fähiges Spiel, kann man echt nicht anders sagen. Aber wie es halt Ubisoft und so typisch machen, jeder Teil wird schlechter. Ja, kann man haben. Kommt in der PC-Ecke.
Oh, darüber wird sich meine Frau freuen. Biscuit Caramel Chocolate. Keks Caramel Schokolade. Original Space. Sogar noch haltbar. Verrückt. Ich bin ja nicht so ein Süßesser. Von daher. Was? Zwei? Es sind sogar zwei T-Shirts diesmal drin. Coole Nummer. Gucken wir aber gleich. Wir gucken erstmal hier. Walking Dead. Das ist eine der wenigen Serien, die ich wirklich verfolgt habe. Zumindest ein bisschen. Ich glaube, zwei Staffeln oder so. So. Obligatorische schwarze Tüte. Wow, richtig geil. Das ist ja cool. Auch noch ein Zombie ohne Arme, ohne Gesicht, mit einem Stück Kette. Sieht ja richtig geil aus. Richtig cool gemacht. Auch schön bemalt und so. Also die sind immer richtig hochwertig, diese Mystery Minis Vinylfiguren. Da hat den Hammer 2 von 24. Oder, ja, die sind ja alle so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir den. Hätte es noch ein paar mehr gegeben, sogar einen, der leuchtet. Coole Nummer. Müll. Den feiere ich ja, ist echt. Das ist echt eine coole Nummer. Geile Sache. So, jetzt kommen wir mal zu den Shirts. Ich mache das einfach mal. Ach, da ist doch was drin. Ein Wolverine-Sticker. Der ist ja auch cool. Ich weiß nicht, ist ja durchsichtig. Ja, das ist geil. Das ist cool. Dann kann man zum Beispiel eine Scheibe oder so machen. Zum Bleistift. Cool. Cool. So. Das mal zur Seite. Fangen wir mal mit dem an. Also ich vermute mal, eins davon ist, zwei ist das Plus. Also ich weiß nicht. Aber ich vermute es mal. XL, richtige Größe auf jeden Fall schon mal. Oh, schöner Stoff. Nicht allzu billig. Was haben wir hier? Blast from the Past. Ah, das ist von. Ah, wie heißt das Spiel? Ah, wie heißt es? Verdammt. Mir fällt es nicht ein. Big Daddy mit dem Mädchen unter Wasser. Ach, mir auf dem Rücken ist nichts. Wie hieß das Spiel? Verdammt. Mir fällt es gerade echt nicht ein. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Einer von euch wird das schon wissen. So, Nummer 2. Sehe schon mal irgendwas mit Coca-Cola. Enjoy. Was steht hier? Enjoy Nuka Cola. Quantum. Coole Sache. Auch richtige Größe. XL, perfekt. Coole Nummer 2 Shirts. Jetzt interessiert mich aber, ob die jetzt wirklich das Plus waren. Oder. Die Booklets finde ich eigentlich auch ist richtig cool gemacht. Ey. Geben sich richtig Mühe, ist wieder. Sind immer Berichte von Bloggern und Lootern und so ein Zeugs. Ah, hier sind schon mal beide T-Shirts drauf. Also ist kein Plus. Coole Sache. Ah, Doctex hätten es noch mehr gegeben. Auch noch Call of Duty und Dead Space. Call of Duty hätte ich mehr gefeiert. Bin ja so ein kleiner Call of Duty-Suchti. Von den Duftbäumen, sag ich jetzt mal, hätten wir noch Batman haben können. Transformers-Figuren sind natürlich random. Den Cake kennen wir. Ach, die Walking Dead-Figur war das Plus. Na, das hat sich ja diesmal gelohnt. Und Wolverine. 1,50 € der Kuchen. Ja, aber die Preise lässt sich natürlich wieder streiten, aber im Großen und Ganzen hauen die so schon so ungefähr hin. Wenn man jetzt direkt Herstellerpreise nimmt, dann kommt das schon so hin.
Würde ich mal behaupten. Ja, cool. Finde also für mich bis jetzt ganz ernsthaft die beste Luchess, die ich bis jetzt hatte. War irgendwie alles dabei, was ich kenne, was ich mag. Ich packe euch jetzt hier nochmal die Schürzen. Wenn ihr wieder ein paar Nebengeräusche hört, das sind die blöden Katzen. Aber das kennt ihr ja mittlerweile von meinem Kanal. So. Ich würde sagen, oh, ich stehe hier im Verpackungsmüll. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Nächste Video wird wieder mehr mit RC zu tun haben, keine Sorge. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zwei Funken. Das sind jetzt, ja, das ist nichts Besonderes. Kyosho-Funken. Mal schauen. Die werde ich selber wohl nicht nutzen. Die werden wahrscheinlich ihren Weg ins Internet finden. Hier sind noch zwei Felgen. Man könnte es bei